Die Serben, Kroaten haben dann da ein, an Slowenien haben ein Königreich Jugoslawien gegründet. Ist es dann direkt zu Österreich dazu gekommen? Die Plätten fahren unten, die überdachte Plätte. Also mit dem kann man in die Mitte reinfahren. Die Burg sieht schon sehr schön auf der anderen Seite. Über die Grenzen hinweg bekannt ist die Marienkirche mit der berühmten Wunschglocke auf einer kleinen Insel im Bleder See. Die Burg steht auf dem Scheitel eines freistehenden Felsblockes direkt am nördlichen Seeufer 139 Meter über dem Bleder See. Sie zählt zu den ältesten Baudenkmälern Sloweniens. Die erste Erwähnung von Bled oder zu Deutsch Feldes in der Mark Krain stammt vom 10. April des Jahres 1004 und befindet sich in einer Königsurkunde. 1278 gelangten Burg und Ort Feldes mit Krain an die Habsburger, nachdem der römisch-deutsche König Rudolf I. über Ottokar II. Przemysl in der Schlacht auf dem Markfelde gesiegt hat. Den wirtschaftlichen Aufschwung erlebte Feldes während der Regierungszeit von Maria Theresia. Aber schon vorher war Feldes als Gesundbad bekannt, dessen Quellen und See heilende Wirkung zugeschrieben wurden. Der Luftkurort Bled liegt nur wenige Kilometer südlich der österreichischen Grenze auf einer Höhe von etwa 500 Meter und hat etwa 5000 Einwohner. Anfänge des Tourismus in Bled reichen zurück in das Jahr 1855, als der Schweizer Naturheilkundler Arnold Rigli die günstige Gebirgslage und das gesunde Klima Bleds mit langer Badesaison erkannte. Eine ganz besonders kulinarische Sensation sind die berühmten Bleder Cremeschnitten, eine Köstlichkeit für alle Naschkatzen. Unter der Burg befindet sich die neugotische Pfarrkirche St. Martin. Die Kirche wurde 1905 anstelle einer früheren gotischen Kirche erbaut und ist heute dem heiligen Martin gewidmet. Sie besitzt bemerkenswerte Fresken und Marmorskulpturen. Staudamm. Zum Abendessen selber, ich nehme an, dass wir internationale Küche bekommen werden. Bei prächtigem Sommerwetter ging der erste Tag in Slowenien zu Ende.
So wie der Vortag endete, so präsentierten sich die Julischen Alpen am nächsten Tag. Vom Balkon unseres Hotels genossen wir das herrliche Panorama in der Morgensonne. Ziel des zweiten Tages führt uns der Weg wieder vorbei am Bledersee in eines der schönsten Täler der Julischen Alpen mit dem Wucheinersee im Herzen des Triglau Nationalparks. Durch eine Straßensperre bedingt musste der Bus auf eine kleine Gemeindestraße durch viele kleine enge Dörfer ausweichen, wobei jede Durchfahrt zum spannenden Abenteuer wurde, da der Bus bei jedem Hauseck und jeder Dachrinne hängen zu bleiben drohte. Nur durch eine Meisterleistung unseres Chauffeurs erreichten wir doch noch unser Tagesziel, den Wucheinersee. Ja, mit Volker durch die Welt, was allen gute Welt, was super Parker, ja, da tanzen alle mit, ja, ja, der Volker, mit uns mit. Aufgrund des mittlerweile herrlichen Wetters entschlossen wir uns, anstatt des vorgesehenen Besuchs des Wasserfalls, lieber mit der Seilbahn auf den Aussichtsberg Vogel zu fahren. Also jetzt um 11 Uhr fahren wir hinauf. Dann fahren wir da, ich weiß nicht, wie lange es dauert, 20 Minuten oder sowas. Wenn es schlecht wird, dauert es meistens ein bisschen länger, weil dann müssen wir stehen bleiben unterwegs. In wenigen Minuten waren knapp 1000 Höhenmeter überwunden und der Berg Vogel wurde seinem vorauseilenden Ruf als der Aussichtsberg des Nationalparks mehr als gerecht. Jetzt haben wir Schnee oben, ja? Thank you.
Nach der Mittagsrast und dem Genuss der atemberaubenden Aussicht führte uns der Weg nach Radovica mit seinem gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern. Der Ort entstand ursprünglich in Erweiterung rund um eine Burganlage, die im Jahre 1296 erstmal erwähnt wurde. Nach einem wirtschaftlichen Höhenflug im Mittelalter begann im 18. Jahrhundert der wirtschaftliche Niedergang. Dadurch wurde eine weitere Modernisierung unterbunden. Daher blieben in der Altstadt noch viele historische Gebäude erhalten. Das mittelalterliche Schloss Thun in der Mitte des Linhardtsplatzes wurde von der Grafschaft Ortenburger erbaut, ein Geschlecht, welches aber bereits 1418 erlosch. Das Schloss wurde nach dem Erdbeben von 1511 gründlich umgebaut und im 17. Jahrhundert für den Grafen Thurn Valsassin vergrößert. Als das Schloss zusammen mit der Stadt in den Besitz der Habsburger gelangte, vermieteten diese alles miteinander an verschiedene Adelsfamilien. Gerichtsstand. Ne? Heute befindet sich hier im Gebäude unter anderem die Musikschule. War ich schon? Wo denn? Was denn? Er hat das gleiche Level wie mein Sohn.
Die eigentliche Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist dem Helden Vitus geweiht. Um 1800 wurde an die Kirche eine Kapelle angefügt und Maria Hilfe der Christen geweiht. In 1814 wurde das Gnadenbild Maria Hilf in dieser Kapelle aufgestellt, woraufhin sich sehr schnell erste Heilungen ereignet haben sollen. In der Folge stieg der Pilgerstrom stark an, sodass die Kirche bald an ihre Kapazitätsgrenze kam. Die dem Erzbistum Ljubljana unterstehende Kirche wurde 1996 nach dem Besuch von Papst Johannes Paul II. In den Rang einer Basilika Minor erhoben und oft auch als das slowenische Lourdes bezeichnet. Höhepunkt des dritten Tages war die Fahrt mit der Wocheinerbahn. Und die schönste Art und Weise, die Wocheinerbahn zu erleben, ist ein Ausflug mit der Museumsbahn von Jesenice nach Nova Gorica. Für jemanden, der mit dampfenden Walrössern groß geworden ist, ist das natürlich ganz ein besonderes Erlebnis. Die Wocheinerbahn ist eine sogenannte Flügelbahn der Südbahn und wurde während der K&K-Zeit geplant, gebaut und eröffnet. 1869 richtete die Triester Handelskammer eine Petition an Kaiser Franz Josef I., in der darauf hingewiesen wurde, dass die bevorstehende Eröffnung des Suezkanals auch belebend auf den Seehandel mit Triest auswirken wird. Und deshalb ist eine zweite Bahnlinie Richtung Wien und in den nördlichen Teile von Österreichs notwendig. Die Abfahrt erfolgte pünktlich um 9.05 Uhr im Bahnhof Jesenice und führte zunächst nach Bled. Yeah.
Hier war ein großer Auflauf, den die kaiserliche Hoheit Franz Ferdinand eröffnete in weiblicher Begleitung und unter dem Jubel der Bevölkerung wohl zum x-ten Mal die neue Bahnstrecke samt Tunnel. Im 6.350 Meter langen Wocheiner Tunnel unter dem Berg Kobler unterquert diese Strecke die Wasserscheide zwischen der Save und dem Isonzo. Als Gesamtkosten wurden insgesamt 103,6 Millionen Kronen, das wären heute 374 Millionen Euro, veranschlagt. Die feierliche Eröffnung der Bahnstrecke fand am 19. Juli 1906 durch die kaiserliche Hoheit Franz Ferdinand statt.
Von Nova Gorica führt uns die Rückfahrt durch die weitläufigen slowenischen Weinberge, leider ohne Verkostung von Wein, ins Kanaltal und weiter in Richtung Tarvis. Tagesabschluss war ein kurzer Abstecher nach Planica mit seinen beeindruckenden Skisprung- und Skifluganlagen. Rekordweite derzeit 251,5 Meter. Gehalten vom Pol Kamil Stoch. Unglaublich. Heute ist es leider vorbei mit dem schönen Wetter. Trotzdem hat der Wettergott mit uns Einsehen und drehte während des Stadtrundganges durch die Altstadt der slowenischen Hauptstadt Ljubljana die Beregnungsanlage ab. Die Mode, versperrbare Schlösser an Brücken anzubringen, hat sich auch bis nach Ljubljana durchgeschlagen. Besonders gelungen die vielfältigen Bronzefiguren, die man an vielen Orten der Stadt antrifft. Hitler werden noch sehen, haben wir noch Satyr und Prometheus. Einzigartig die Bauten des international berühmten Architekten José Blesznik, wie die Markthalle, die drei Brücken oder die slowenische Nationalbibliothek. Blesznik wurde als drittes Kind eines Tischlers in Ljubljana geboren. Ein Stipendium ermöglichte ihm die Tischlerausbildung an der Gewerbeschule Graz ab dem Jahr 1888. In der Folge kam er an die Akademie der Bildenden Künste in Wien, wo er Schüler von Otto Wagner, der gerade sein Lehramt antrat, wurde. Zahlreiche bekannte Otto-Wagner-Bauten, wie beispielsweise die Stadtbahnhaltestelle Gumpendorfer Straße, stammen wahrscheinlich aus seiner Hand. Im Zentrum der Altstadt ist der Prescherenplatz mit der Franziskanerkirche Maria Verkündigung. Prešeren zählt zu den bekanntesten Dichtern Sloweniens. Die Musikakademie Ljubljana wurde im Jahre 1939 gegründet und ging damals aus dem Musikkonservatorium Ljubljana hervor. Ljubljana ist Sitz einer der vier Universitäten Sloweniens. Die Universität Ljubljana umfasst mehr als 64.000 Studenten, die sich auf 22 Fakultäten verteilen. Damit ist sie nicht nur die größte Hochschule Sloweniens, sondern zählt auch zu den größten Universitäten Europas. Die zentrale Promenade geht entlang der Ljubljanica, über die mehr als ein Dutzend Brücken führen. Beiderseits des Ufers befinden sich gemütliche Lokale und der Flohmarkt. Wann ist die 33?
Am alten Platz in der Altstadt befinden sich eine Reihe von Geschäften, vor allem für die Touristen. Bei leichtem Regen beendeten wir unseren Rundgang durch die Altstadt und verabschiedeten uns von Ljubljana.